Wir haben auch Schienen bis zu 48 Meter, die hier rumfahren, und ich glaube nicht, dass du das an den Schädel kriegen willst. Genau. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausbildungen, die jeder kennt. Wir sind heute zu Gast bei der Deutsche Bahn Netz AG im Werk Oberbaustoffe in Witten. Wir sind hier mit, war das richtig? Ja, ja, ne? Wir sind hier mit Selina und Kati. Ihr macht beide hier eine Ausbildung zur Industriemechanikerin, ist das richtig? Richtig. Okay, für die Zuschauer ganz am Anfang, Werk Oberbaustoffe in Witten, für den Laien, was genau wird hier gemacht? Im Endeffekt bauen wir hier die ganzen Weichen deutschlandweit und wieder mal auch ins Ausland, je nachdem, welche Kunden wir haben, von der Vormontage bis zur Endmontage. Und dann geht's auch ab. Eine wichtige Frage, die Zuschauer jetzt wahrscheinlich direkt bewegt. Haben wir uns hier abgesprochen mit den Kappen? Nein, haben wir nicht. Das hat einen besonderen Grund. Erklär doch nochmal kurz, warum wir diese speziellen Kappen tragen. Ja, weil wir hier ganz, ganz viele Krane haben. Wir haben auch Schienen bis zu 48 Meter, die hier rumfahren. Und ich glaube nicht, dass du das an den Schädel kriegen willst. Genau. Also es ist kein Fashion-Trend, sondern einfach, dient einfach nur der Sicherheit. Und ich würde sagen, ihr zeigt uns jetzt einfach mal, was hier so den ganzen Tag lang zu tun hat. Gerne. Los geht's. So, Selina, dann machen wir uns mal an die Arbeit, beziehungsweise du machst dich an die Arbeit. Wo sind wir hier genau und was gibt's zu tun? Also wir sind jetzt gerade in der Anlagentechnik. Hier wird quasi einfach alles gemacht, was im ganzen Werk ansteht, von so Kleinigkeiten, die kaputt gehen oder so. Jetzt hier gerade sind wir in der Schleiferei. Da habe ich auch die erste Zeit viel gearbeitet und ich werde jetzt gleich diese Messer, diese Spurrillenmesser nachschleifen ein bisschen. Die sind drüben von einer großen Maschine. Klingt gut, dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Los geht's. So, Kathi, es geht Schlag auf Schlag. Ich komme gerade von der Selina. Wir sind immer noch in der Anlagentechnik. Was machst du hier gerade? Das ist die wöchentliche Kühlschmierprüfung. Mhm. Die mache ich jetzt an der Drehmaschine. Kann ich auch sehr, sehr gerne vorzeigen einmal. Gerne. Dann drehen wir das Wasser hier ein bisschen auf. Mhm. Was genau musst du jetzt hier prüfen? Einmal den pH-Wert und das Konzentrat von dem Wasser. Das muss ja alles einen bestimmten Wert haben. Und wenn ich den hier drunter lege, etwas warte, hinlege, kann ich den gleich hiermit vergleichen. Was wären die Folgen, wenn die Werte jetzt nicht geprüft würden? Pilzinfektion. Okay. Die Maschinen könnten stillstehen und das würde nicht kühlen bzw. schmieren, wenn wir das jetzt nicht machen würden. Wie oft muss das gemacht werden? Einmal die Woche mache ich das. Einmal die Woche, okay. Genau. Das mache ich auch im ganzen Betrieb und dafür nehme ich mir auch den ganzen Tag Zeit. Ach echt, so lange dauert das? Ja, ja, klar. Von 6 Uhr morgens bis 13 Uhr ungefähr. Jetzt haben wir, wenn du mal schauen willst, ja, Konzentration von 3. Ja, okay. Und einen pH-Wert von 6,4. Das heißt? 6,4 ist okay, aber 3% ist sehr wenig. Mhm. Das heißt, ich müsste jetzt theoretisch, was ich die Tage machen werde, nochmal Konzentrat anmischen, höheren Konzentrat machen, beispielsweise auf 10%, und dann versuchen, von 6 bis 8% dahin zu kommen. Deswegen dauert das auch so lange. Okay, verstehe. Ja, klar. Das Werk ist groß. Das Werk ist groß. Ja. Weißt du, wie viele Maschinen ihr habt oder wie viele Maschinen müssen dann überprüft werden? Ich habe tatsächlich einen Zettel. Den habe ich mir damals gemacht, als ich angefangen habe. Ja. Kannst du dir dann so vorstellen, dass hier das Werk ist und die ganzen Maschinen müssen einmal durchgegangen werden. Okay. Ist schon viel. Gut organisiert. Ja, auf jeden Fall. Mein Name ist Vera Weichenberg. Ich bin die Fachkoordinatorin für die gewerblich-technischen Auszubildenden hier im Werk und ich bin für alles zuständig, was hier mit der Ausbildung zu tun hat. Und ich bin seit 1991 bei der Deutschen Bahn. Wir bilden hier im Werk Industriemechaniker und Zerspannungsmechaniker aus und in der Regel sind wir über 45 Auszubildende insgesamt hier. Und wir bilden auch für den eigenen Bedarf aus, weil wir stetig Nachwuchs auch hier im Weichenbau brauchen. Und das ist eben auch das Interessante hier. Das ist nicht nur irgendwas, weil wir sind das einzige Weichenwerk in Deutschland. Katharina kommt jetzt ins dritte Lehrjahr und die wird auch nächstes Jahr schon in die vorzeitige Prüfung in den Sommer gehen. Und Selina ist ein Lehrjahr dort drunter, die kommt jetzt ins zweite Lehrjahr und ist auch eine gute Kandidatin, eventuell auch mal in Betracht zu kommen, eine vorzeitige Prüfung zu machen. Wir sind jetzt in der Produktionshalle, richtig? Ich nehme mal an, hier wird
produziert. Ja. Was genau passiert hier alles? Ist ja riesig, die Halle. Also hier werden wirklich alle Stationen der Weichenfertigung lang gegangen, zum Beispiel die Endmontage, halt am Ende, ergibt Sinn, oder Herzstückmontage, wo halt mehrere Teile der Weiche zusammengefügt werden. Okay. Hier jetzt gerade sind wir in der Kleineisenabteilung. Ja. Hier wird halt auch, also diese Abteilung macht auch wieder, wie drüben, mehrere kleine Teile, aber halt für mehrere Stationen hier im ganzen Werk verteilt. Okay, und hier bist du auch tätig? Ja, jetzt gerade arbeite ich halt an der Fräsmaschine. Okay. Und momentan haben wir einen Auftrag für Noppen. Die sind quasi dafür da, um Schienen, also dass die Schienen Abstand haben zueinander. Okay. Ja, halt doof, wenn sie gegeneinander kommen. Ja, das wäre doof natürlich. Okay, ja, dann will ich dich gar nicht länger aufhalten. Dann zeig uns doch einfach mal, wie das aussieht, wenn du hier arbeitest. Gerne. Muss ich Abstand halten wahrscheinlich, ne? Ja, ein bisschen. So, Kathi, was ist denn in deiner Ausbildung so dein Lieblingsbereich, deine Lieblingsbeschäftigung? Oder was gefällt dir am besten? Die Instandhaltung tatsächlich. Die Instandhaltung? Ja, genau. Man kommt jeden Tag zur Arbeit, man weiß nicht, welche Baustellen man hat. Ja. Beispielsweise auch mit der Wasserprüfung, dass man wirklich mittendrin ist in der Materie und nicht einfach nur außen steht. Okay, ja. Sehr abwechslungsreich dann auf auch, jeden nehme Fall. Ich an. Okay, sehr gut. Wo sind wir hier jetzt? Was ist das für eine Station? Genau, im Hintergrund sieht man die EH. Das ist die Vormontage und Montage von den Herzstücken mit den Schienen. Ja. Die werden dann zusammen verschraubt, es wird alles abgemessen und dann geht es einfach weiter in die nächste Station. Okay, was genau würdest du jetzt hier machen? Ich würde hier die Schienen graben tatsächlich, damit man sich auch in der Prozedur nicht verletzt. Okay, sehr gut. Ja, dann zeig uns doch mal, wie das aussehen würde. Ja, komm. Ja, Kathi, Selina, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. War sehr interessant. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ja. Eine Frage habe ich übrigens noch. Die Schienen, die jetzt hier in die Produktionshalle reinführen, sind die auch direkt an das reguläre Schienennetz angebunden? Ja. Ja? Wenn du den folgst, klopfst du theoretisch nach Witten zum Hauptbahnhof. Perfekt. Perfekt. Okay. Dann laufen wir einfach. Oder viel Spaß. Können wir uns nicht verirren. Also, war wirklich sehr spannend. Ja. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da. Schaut euch gerne die anderen Folgen an. Und dann sehen wir uns demnächst wieder zu einer neuen Folge Ausbildung, die jeder kennt. Bis dahin, macht's gut. Ciao.